Hey, schön machst du mit bei unserem Projekt, dass wir Wangen ein bisschen verschönern in dieser schwierigen Zeit. Jetzt hast du also das Malset holen, 5 Farben, einen Pinsel und Papier. Vielleicht hast du daheim auch selber Papier, dann machst du es dort drauf. Ich will dir ein bisschen zeigen, wie man mit diesen nur 5 Farben eigentlich alle Farben kann mischen kann, die man gerne hätte. Vielleicht weisst du es auch schon ein bisschen, dass man, wenn man Gelb und Rot mischt, Orangetöne bekommt. Da siehst du das. Und dass, wenn man Rot und Blau mischt, dass es Violetttöne gibt. So. Gelb und Blau, das gibt Grüntöne. Und das Ganze kann man nachher auch noch mit Weiss vermischen. Dann gibt es so helle Töne, rosarötliche, bläuliche, grünliche. Oder man kann es noch mit Schwarz mischen. Dann gibt es nachher alle dunklen Sachen. Wie als man das genau macht, das zeige ich dir jetzt. Noch etwas. Brauntöne, vielleicht willst du ja einen Osterhas machen oder ein Büsi oder ein Ross oder irgendwas. Brauntöne sind ein bisschen schwieriger, weil braun mischt man sich zwischen grün und rot zusammen. Müsstest du also zuerst ein Grün mischen und dann tust du hier ein bisschen rot rein und dann kommst du in die Brauntöne rein. Und dann musst du halt ein bisschen ausprobieren, ob du noch weiss drin tun willst, ob es ein bisschen helleres Braun sein soll oder ein bisschen schwarz. Das findest du raus. Und jetzt zeige ich dir noch ein paar wichtige Sachen, bevor du anfängst. Nicht, dass die Eltern die Krise bekommen. Du weißt, das sind ja Grillfarben. Und wenn die mal in den Kleider sind, gehen sie nicht mehr aus. Das siehst du bei meinen Hosen. Ich habe hier Atelierhosen, da spielt es ja keine Rolle. Und die kommen genauso wieder aus der Wäsche raus. Es geht wirklich nicht mehr ab den Kleider ab. Aber deine Hände, wenn sie dreckig werden, das ist kein Problem. Es ist nicht eine giftige Farbe und du kannst es sehr gut mit Seife waschen. Den Tisch solltest du auch schonen. Also bevor du anfängst, tust du den gut abdecken und nachher geht es dann los. Ich zeige dir mal ein bisschen, wie man so Mischungen macht. Du hast auch so ein Stück Papier nehmen und dann tust du in einen Teller oder auf einen leeren Milchbeutel, wenn du ihn aufgeschnitten hast, oder auf ein Stück Plastik, so eine Palette machen mit diesen Farben. Dann drückst du die so raus. Und dann fangen wir mal mit diesen Mischlingen an. Ich tue es jetzt extra ein bisschen weit weg voneinander auf dem Teller. Siehst du? Und dann fangen wir mal an. Jetzt siehst du, wie einfach das ist. Ah ja, was du auch noch brauchst, ist natürlich ein Becken mit Wasser. Oder ein altes Konfiglas oder irgendetwas, das nicht umkippt. Weil, wenn du den Pinsel gerade im Moment nicht brauchst und lässt ihn einfach liegen, dann trocknet die Acrylfarbe gerade ein. Das geht schnell. Und dann kannst du ihn fortfallen. Weil wenn die Acrylfarbe mal trocken ist, kann man sie nicht mehr mit Wasser putzen. Das ist vorbei. Also. Jetzt zeige ich dir mal, wie man so Orangetöne mischt. So. Zuerst ist es gelb. Oh ja, nicht so einen super Pinsel, ist noch ein bisschen grün. Dann nimmst du ganz wenig Rot und gehst da ins Gelb mischen. Und schon hast du ein wunderbares Orange. Siehst du? Je nachdem, wie viel als du drin nimmst oder eben wie wenig, ist das nachher ein helles oder ein dunkles Orange. Da kannst du ganz säuferlich ausprobieren. Was auch nicht schlecht ist, ein Papier oder eine alte Lumpe in der Nähe haben, dann kannst du zwischen den Pinsel auch da ein bisschen abstreifeln. Und wenn ich nachher noch mehr Rot drin nehme, gibt es noch ein dunkleres Orange. So. Und am Schluss, wenn ich nur das Rot nehme, dann hast du eben das reine Rot. Und jetzt nehme ich ganz wenig. Nur wenig von dunkleren Farben zuerst mischen. Und mischen das in das Rot rein. Und schon bekomme ich etwas Violett. So, Deli. Und je mehr als du drin tust, desto dunkler wird es. Bis du plötzlich wieder im Blauen bist. So.
Siehst du? Und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn du jetzt mit Gelb anfängst, ein bisschen Blau drin tust, dann kommst du eben nachher zu all diesen Grüntönen. Aber das muss ich jetzt nicht auch noch mal zeigen, gell? Und jetzt, wenn du anfängst, denk dran, der Pinsel ist extra so viel gross, damit man dein Bild, wenn es dir am Fenster hängt, von ganz weitem sieht. Das nützt natürlich nichts, wenn du so ein kleines Bild ans Fenster klebst und wohnst im dritten Stock, aber es sieht es ja dann niemand. Darum bekommst du auch ein grosses Papier und einen dicken Pinsel und dann kannst du so richtig ein grosses, farbenprächtiges Bild malen, wo alle von weitem sehen und Freude haben dran. Ein kleiner Tipp, wenn man jetzt hier einfach anfangen würde, malen, ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. So. Irgend so etwas. Da muss man nachher so blöd drumherum ausmalen, weil es wäre am schönsten, wenn man das Packpapier gar nicht mehr sieht, wie alles voll Farbe ist. Darum gebe ich dir den Tipp. Du färbst zuerst ein Papier einfärben und lass trocknen. Mit welchen Farben ist ja dann völlig gleich. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Und wenn das nachher trocken ist, dann kannst du deine Sachen da drauf aufmalen. Und es spielt dann keine Rolle, wenn du hinterher noch müssen, irgendwie drum herum kurven mit diesem riesen viel zu dicken Pinsel. Machen wir hier auch noch ein Beispiel, das du siehst. Acrylfarben sind ja Deckfarben. Und mit denen kann man dann wunderbar, wenn es trocken ist allerdings, gell, kann man nachher da wunderbar drauf aufmalen und muss nicht mühsam drumherum kurven. So, siehst du. Und vielleicht hast ja du ja daheim noch Filzstifte oder Farben oder Neocolor. Da kannst du natürlich auch, wenn das Zeug trocken ist, kannst du ganz feine, schöne Sachen noch drauf aufzeichnen mit deinen Filzen, Neocolor, was auch immer. Das kann man ja dann noch. Oder vielleicht willst du lieber mit einem kleinen, feineren Pinsel noch reingehen. Da bist du völlig frei. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, welche Bilder als der Zwang schon gleich an den Fenster